Errungenschaft frei. Der Finder. Agni. Wir haben jetzt Licht gemacht. Toll. Da glitzert was. Das ist ein Bootsdock. Da kommen wir hin. Nee, hä? Da kommen wir nicht her. Ein Brett könnte nützlich sein, aber es ist festgebunden. Ja, sorry Leute, dass ich mich gerade so dumm angestellt habe, aber... ja. Dieser lange Ast ist abgebrochen. Es könnte nützlich sein, wenn ich ihn etwas verstärke. Wozu? Um den Pavian zu verprügeln, ich verstehe. Ja, kannst du mit dem Brief verstärken. Okay, okay, wir gehen ja schon. Was macht der eigentlich in unserem Haus? Wer ist das? So, what brings you to these parts of the isle? Was machst du in unserem Haus? I have only a faint memory about my parents, whom I lost in a fire during my childhood in India. My grandparents sent me to the United States and I spent the rest of my childhood in the orphanage. Perfekte Familie, würde ich sagen. A few weeks back, I received an invitation from my grandfather. You received an invitation from Sir Creek? That's impossible. I'm the caretaker, and my master is long dead. Show me the letter. The caretaker, also. He's dead? Yeah. Wir sollen ihm den Brief zeigen, aber pff, gar keine Ahnung. Können wir den Mann noch vorher umbringen? Show me the letter. Ey, lass mich in Ruhe. Mich hier umgucken. Show me the letter. Boah, Alter, was für ein Arsch hier. Hmm. I would recognize Sir Creek's handwriting any time. Looks like someone got you here purposely. Aha, aha. Ein. This is his dark magic indeed. Okay. For centuries, Darkata has searched for the purest soul to create an elixir of life that can restore his lost bride. It seems with your daughter, he's found it. Ja gut, dann sind doch alle glücklich. Wir sind sie los und er kriegt seine Frau wieder. What do you mean, elixir of life? I'm not entirely sure. If only I knew the scriptures. Maybe Mupan, the shaman of the Narara Isles, knows more. Okay, deine Stimme ist... Oh, great. How do I get to Narara? Oh. I think the old diesel boat at the dock still works. We're missing the boat key. Something tells me it's somewhere in my master's bedroom. Mhm. Er wollte sich also schon mal da reinschleichen, perverses Schwein. I've done all I can for your husband. I will take him to the tribal doctor in the nearby village. Ja, mir Latte. Kannst ja auch behalten. Oh. So. Bananen. Ich guck mich schon die ganze Zeit an. Und ein Streichhölzer. Wir fackeln alles ab. Wenn hier was morpht, dann sehe ich es gerade nicht. Da! Morphing Object. Ein. Finde 7 Unterschiede zwischen den beiden Regalen. Da ist Farbe, da nicht. Unterschiede. Unterschiede. Ein Unterschied. Zwei Unterschiede. Ne, das ist gleich. Hier, ein Unterschied. Aber der nimmt es dann auch nicht weg, ne? Der verschiebt das nur. Sau. Ja.
Hey, hier ist ein Unterschied. Schwein. Oder ist das hier auch? Ich sehe es noch nicht. Kann sein. Ja. Ist kein Unterschied. Hier ist ein Unterschied. Er hebt es hoch. Hier ist ein Unterschied. Diese Wolke sieht aus wie eine Erdnuss. Ein Unterschied doch. Wo ist hier der Unterschied? Da ist der Unterschied. Oh Gott. Ich will diese Puppe nicht. Erstmal der Brief. Lasst uns um Vergebung bitten. Achtung, Stammesmitglieder. Wir müssen uns alle um Mitternacht in der alten verfallenen, im alten verfallenen Höhlentempel versammeln. Unsere alten heiligen Schriften erwähnen, dass diese Inseln wegen ihres unsterblichen Bösen verflucht sind. Vorsicht, niemand kann diesen maskierten Mann auf dem geflügelten Büffel, den wir als der Meister der dunklen Küste, wieder mit doppelten Anführungsstrichen, kennen, besiegen. Lasst uns alle zusammen beten, bevor unser allmächtiger Stammesfürst Devadeva ihn um Vergebung anruft. Mupan. Hä? Seems Mupan knows more about Darkarta. Kann sein, ich will I need to meet him somehow. Aha, sammle Erinnerungsobjekte. Okay. Mein Erinnerungsobjekt. Ich will aber dies nicht. Gott. Oh Gott. Da glitzert was. Ich sehe es ja. Ja gut. Ein aufdringliches Glitzern. Ich wollte wirklich sehen, was da oben ist. Ich denke, ich werde es wieder lieber lassen. Was? Warum? Hol dir ein Seil und dann hoch da. Plünk. Keine Ahnung, aber man kann sie anklicken. Aber machen wir das auch. Was? Erinnerungsobjekte. Okay. Was ist das da? Ich brauche etwas Langes, um es herunterzubekommen. Ah, ich verstehe. Eine glückliche Familie. Nein, tut es nicht. Dein Mädchen ist grausam und aus der Hölle. Das ist ja relativ niedlich. Das sind meine Großeltern, als sie jung waren. Und ein Teil von ihrem Käfer. Was ist meinen Großeltern zugestoßen? Was ist mit meinen Großeltern passiert? Eine süße, liebevolle Familie sind das. Meine Großeltern, als sie jung waren. Selbst dieser Käfer sieht wie neu aus. Diese Süße ähnelt meiner Sophia. Trauriger Smiley. Was ist mit ihnen allen passiert? Anne-Marie, ist das meine Großmutter? Wer hat diese Worte eingeritzt? Ich fühle, dass eine Katastrophe meine Familie verfolgt. Und die Katastrophe ist meine Tochter und mein Ehemann. Nein. Vergib mir, Anne-Marie. Keine Ahnung, wer das machen würde. Das ist ein seltsamer Apparat. Es sieht so aus, als ob etwas fehlt. Das da. Und jetzt? Was? Auf Match 3. Achso, man kann auch anstatt das hier... Ah, das ist ein Wimmelbild. Okay. Wir machen kein Match 3. Wir machen hier... Öle? Oh, die verschwinden nicht. Das ist... Das kenne ich so nicht. Sterne. Ja, das ist ein Stern.
doch auch fast ein Stern. Fisch. Der Schwanz weht, weißt du? Ja, sie will erst den Schwanz, sonst gibt sie den Fisch nicht. ja, wo ist denn der Schwanz? Schwanzi. Wir spielen Wimmelbilder und suchen nach Fischschwänzen. Okay, Löwenkopf. Bist du ein Löwenkopf? Göttin. Bist du eine Göttin? Nein, du hast eine Maske. Okay. Blätter, Fisch, Rose, Baum, Schlange, Halbmond, Sterne, Göttin, Schildkröte. Blätter, das ist ein Blatt. Im Live-Let's Play wäre das einfacher. Dann sagen die Leute dann immer, da und da und da. Das finde ich sehr praktisch. Schildkröte, das Panzer, dachte ich. Das ist eine Schildkröte. Okay. Göttin, Sterne, Halbmond, Baum, Fisch, Rose. Eine Göttin. Okay. Halbmond. Da. Eine Röse. Wir brauchen eine wunderschöne Röse. Was soll denn hier eine Rose sein? Bin ich Botaniker oder was? Alles gleich aus. Ein Fischschwanz brauchen wir immer noch. Und einen Baum. Ein Baum? Nein. Du bist ein Baum. Miau, irgendwas miaut. Stern. Also natürlich ein Stern, ein Teil von einem Fisch und eine Rose. Nee, ein Teil von einem Fisch. Eine Rose, nein. Da ist die Rose. Teil von einem Fisch. Das sehe ich absolut nicht. Ein Stern, also ein Stern noch. Ist voll gemein, das Wimmelbild. Ich klicke nicht, ich versuche systematisch zu suchen. Mit weniger Erfolg, als ich gehofft hatte. Hallo. Gib uns doch mal ein zu den beiden Sachen, Felix. Warum geht dieser Stern nicht? Meine Reihe. Denn hier ein Fischschwanz sein? Wollen wir hier noch irgendwas machen? Nö. Sollte ich hier etwas platzieren? Was? Wie platzieren? Wie richtig anordnen? Mich verarschen? Das muss ich auch noch machen. Okay. Okay, das war das. Vielleicht gibt es eine Sequenz dazu. Ja, vielleicht auch nicht. Aha.
Toll, jetzt haben wir einen Fischschwanz. Hey, ey. Angezeigter Hinweis. Was für ein Das da? Wie soll ich denn bewegen? Er lässt sich nicht bewegen. Hallo? Angezeigter Hinweis. Schlüssel. Das ist doch der Schlüssel. Beweg dich. Hä? Ich bin schon wieder. Ich glaube, ich. Löse das Schlosspuzzle. Toll. Ah, jetzt geht's. 10-mal draufgeklickt und jetzt geht's. So. Glück. Und, was? Ja, das Zeichen gibt's gar nicht. Willst du mich verarschen? Und dann? Löse das Schlosspuzzle. Das ist der beste Typ der Welt. Löse es doch selber, du Pfeife. Aha. Okay, also. So. Dann. So. Also. Okay. Die Umbrandung war auch wichtig. Aha, schließe ein Wimmelbildspiel. Das war ein erstes Wimmelbildspiel. Oh Gott, oh nein. Was passiert hier? Sachen fallen. Viel zu sweet. Mary, my dear. I am your grandfather Creek. Du bist auf jeden Fall unser Grandfather Creep. Was willst du hier? You shouldn't have come here. It's too dangerous. Okay, ciao. I didn't write such a letter. The master of dark arts must have written it. Oh well, you're here. So, I'll tell you everything I know. Alles klar, story time. The master has taken our Sophia to his lost world. He's preparing an elixir of life that can make one immortal. My grandchild, if you go after Dakota, you will die. Ja gut, dann machen wir es halt nicht. Hat die gesehen, wie gruselig das Kind? Sophia is my daughter and I'm going to get her back. Jetzt sei doch mal nicht so. Hast du gesehen, wie hässlich die war? Sophia im Selbstverteidigungstraining. Alter, what the fuck? Fragen wir, ob sie irgendwas Wichtiges bedeuten. Tanz. Sorry. Lars? You lost. Gilt hier irgendwas? Was? Stelle die antike britische Indienmalerei wieder her. Okay. Weg. So, aha, wir haben was gefunden, was passt. Unglaublich. Ja gut. Ah, wir haben doch was gefunden, was passt.
Toll. Okay, das ist doof. Jawohl. So. Jetzt müssen wir noch gut für den Platz machen. So. Oh, haben wir den vergessen. Jawohl! Wir haben vier Rätsel, ohne eines zu überspringen. Wir sind halt Cracks. Wir sind die Besten. Grabs Foto. Oh, hat sich richtig gelohnt. Und dann? Was ist? Finde passende Tiere anhand der Silhouetten. Okay. Das ist... Das sieht aus wie eine Schnecke. Wow. Das sieht aus wie eine Giraffe. Das sieht aus wie das. Und ein Bär. Wo ist hier ein Bär? Gib mir sofort ein Bär. Hallo? Da ist ein Bär. Das ist kein Bär. Das sieht aber aus wie ein Bär. Soll eine Katze sein? Ja. Und das ist eine Spinne. Einige Handsymbole fehlen. Aha, was ist da? Was ist das? Skarabäus-Schwanz. Oh ja, jetzt einfach weg mit dem Bild. Handsymbole fehlen. Ja. Ja. Einige Handsymbole fehlen. Mich verarschen. Wo soll ich die herkriegen? Wahrscheinlich müssen wir die erst sammeln. Achso, das war das. Oh, ein Spiegel und ein Loch im Boden. Es fehlt ein Griff. Skarabäus-Schwanz.